Fotos im Planer mit dem Polaroid-Drucker. Mein kleiner Liebling. Das ist ein Drucker, den ich über mein Handy steuern kann. Das heißt, ich verbinde die beiden einfach per Bluetooth, wähle ein paar Fotos aus über die App, die direkt zu dem Polaroid-Drucker gehört und sag drucken. Und dann kommt hier aus dem Polaroid-Drucker ein kleines Foto raus. Das kann ich dir mal zeigen. Und zwar sieht das dann so aus. Hier ist ein Zinkpapier drin, das heißt, es wird direkt hier drauf entwickelt. Und das ist diese Karte, die das erst übernimmt und dann hinterher da drauf abgibt. Und dann kommt ganz normal, wie bei Polaroid so üblich, ne, direkt ein fertiges Foto hier raus. Und in der App kann ich das vierteilen. Und das habe ich auch immer gemacht. Und diese viergeteilte Bild kommt aus dem Drucker. Ich kann das zerschneiden und dann passt die prima in den Planer, weil die so schön klein sind. Ne? Also als Erinnerungsstütze reicht das perfekt aus. Größer muss es gar nicht. Du kannst natürlich es auch größer ausdrucken, klar, kein Problem. Aber im Prinzip reicht es aus, solche kleinen Fotos zu machen und die halt einfach in deinen Planer zu kleben. So hast du eine kleine Erinnerung an den Tag, an was auch immer gerade passiert ist. Und wie ich dir das schon in meinem anderen, in dem Becky Higgins Planer mit dem Eric Conner drin gezeigt habe, ja, setzt sich der Planer dann aus ganz vielen Fotos zusammen mit allem, was ich so den Tag über gemacht habe, beziehungsweise ich sogar den Monat über gemacht habe. Weil in meiner Monatsübersicht habe ich dann immer für jeden Tag stellvertretend einfach ein kleines Foto reingeklebt. Ja, und so hat sich dann das Ganze eben so zusammengefügt und ich kann dir genau sagen, was ich wann an welchem Tag gemacht habe. Dieser Polaroid-Drucker ist nicht ganz günstig, kann natürlich auch für den Urlaub genommen werden, klar, aber den gibt es auch immer noch bei Amazon und ja, wo auch immer sonst, ne? Den gibt es auf jeden Fall immer noch und den kannst du für alle möglichen Dinge benutzen. Natürlich musst du den nicht nur zum Planen nehmen. Du kannst ihn auch ganz prima für alle weiteren Fotoprojekte nehmen, weil ja, die Größe reicht in den meisten Fällen doch super aus. Ja, das ist das mit dem Polaroid-Drucker. Der ist perfekt dafür geeignet, um Fotos in deinen Planer zu bekommen. Und wenn du den auch als Scrapbook benutzen willst, dann ist das perfekt geeignet.